Dolche in die Hand und stecke zwei Dolche in meinen Gürtel rein. Okay. Das mache ich. Gut. Dann wollt ihr der Spur folgen, Richtung Feuer? Ja, vorsichtig, langsam weiter. Und in den Büschen im Flug bleiben. Ja. Oder habe ich zumindest Feuer, wenn die einfach so auf dem Weg rumlaufen wollen. Dann schleichen wir. Wir pirschen uns an. Aber in Sichtweite von der Höhle. Die finden wir wahrscheinlich wieder die Spur hinterher. Richtig. Ja. Wir schauen da mal, was das ist. Also ich zumindest mal den anderen hinlaufen. Nein, ich werde gerade so. Guter Bait! Ich glaube, es gibt irgendwo Schleichen. Ja. Ja, ein Schleichen. Dann dürft ihr alle mal der Reihe nach auf Schleichen würfeln. Also Mondintelligenzgeschichte. Richtig, ich mache das mal. Da bitte euer Würfel. Sieben. Okay, nächstes Mal. Ne? Na! No! Schleichen ist dein, oder? Das erste ist das Mut. 7. Ja, gut, jetzt hier nicht aus. Nicht? Nein, 10. Können wir ihn bitte aufstoßen? Ja, aber nach draußen werfen. Vorbereitest du? Also, ich hab Mut. 11. Schleichen auf 6. Sieht sich aus. Freut mich. Mich auch. Noch was nicht geschafft. Ey, doch scheiße. Markus? 2. Oh. Kann ich nur sagen, wo ich hinschleich? 14. Schleich auf die andere Seite vom Weg als er. Ich auch. 18. Ja, die zwei beider Seite wird es ja dann. 14. Und ich hab 6. Die zwei hat er noch zum Ausgleichen. Mhm. Was hast du auf Gewandtheit? Gewandtheit 15. 2 hat er noch zum Ausgleichen. Ja. Aber der kritisch 1 gut. Ja. Gut, also. Keine kritische Chance. Der Jäger ist kein Verschleich. Unter die Verlauf. Also. Nein. Ja, hätte ich auch den Charakter nicht gemacht. Ja. Ihr beide schleicht also am Weg entlang und. Und ihr seht dann die Höhle. Zu sehen ist ein Ork, der dort scheinbar Wache hält. Auf jeden Fall, er steht am Höhleneingang, also nicht draußen, sondern drin. Und du. läufst also an der Fährte entlang und läufst gegen den Baum, das erstmal richtig Lärm macht, ja. Verletzt das dich? Nein, du verletzt dich dabei nicht, aber du hast ihn halt übersehen, den Baum. Baum, warum lauft der Wald nicht? Und dann stolperst du halt und fällst ins Gebüsch. Ins Gebüsch. Genau. Und bleibst da erstmal liegen, weil du Angst hast, entdeckt worden zu sein, weil du so Lärm gemacht hast. Und der Ork hat auch aufgehorcht und schaut jetzt wachsam nach draußen. Und jetzt kommt er hinterher gesprungen. Sieh mal, das ist das so eine Scheißmotive, die ich unterwegs bin. Naja, ihr seid auf der anderen Seite geblieben. Ja, aber ich wollte das Angebot nicht annehmen. Danke, David. Danke dafür. Danke für nichts. Ja. Okay, du. Du bist auch verkackt. Du schleichst dich jetzt auch an der Fährte entlang und näherst dich dem Höhleneingang und stolperst und fällst auch ins Gebüsch. Na wenigstens. Hat mich der Ork bemerkt? Der Ork hat auf jeden Fall bemerkt, dass da irgendwas ist und ist sehr wachsam geworden. Sind wir in die Höhle rein und da fackel ich runter, mach ich schon kann, oder ist dann eine Kurve oder dunkel? Dunkel. Hm. Bin ich in dasselbe Gebüsch reingefahren ganz wie David? Dunkel. Nee. Da kommt kein Licht raus. Wie weit ist mein Gebüsch von seinem entfernt? Du bist weiter nach vorne gekommen. Ich bin gerade überlegen, ob ich da liegen bleibst. Nein, das Abend dunkel wird. Nein, vergiss es. Okay. Also du bist näher an der Höhle dran als da. Bin ich am. Nein, traut mir. Sind die näher an der Höhle ran als ich? Ja, die schleichen sich halt immer näher an die Höhle ran. Ich will doch nicht ganz rausgehen aus dem Wald, gell? Also. Ja, ja. Ich bleib drauf. Bumm, ist dann auf jeden Fall stehen. Mhm. Gut. Ja, das ist ja auch. Ich bleib ganz am Rand vom Wald stehen, also so nah wie möglich. Außer dass mir noch nicht zieht. Gut. Haben wir alles zuerst besprechen können? Nein. Ja. Die wollten ja gleich losrennen von unserem Lager. Und dann ist mal ein Baum rein. Ja. Also ich habe den Baum nicht übersehen. Mit so einer Hand gestanden. So, David, was möchtest du machen? Ja, also ich kann nicht aus diesem Gebüsch herausschießen. Gebüsse.
Dafür bist du noch zu weit weg. Und liegst und bist im Gebüsch. Aber ich habe die Fertigkeit Scharfschütze. Aber trotzdem wegen deinem. Dann triffst du besser und du schießt nicht weiter. Ich will auf Entfernung. Jetzt schon über 15 Kilometer. Du bist trotzdem noch zu weit weg. Okay. Wenn du Scharfschütze bist, weißt du das. Kann ich doch irgendwie für Ablenkung sorgen? Also die gegen noch einen Baum rennst. Würfel mal, ob du in einen Baum rennen kannst. Das ist erleichtert um 20. Dann würfelst du eine 20 und dann läuft der Baum vorbei. Aber wir haben ja noch zwei Bäume übrig, wo er reinlaufen kann. Kann ich irgendwie für Ablenkung sorgen? Also so, dass er nicht dass ja. Denk dir was aus, was du machst, ja. Ganz ehrlich. Ja, das war mehr so eine rhetorische Frage. Klar, könntest du tun. Ja, die sind laut gedacht. Ich schaue mich um und nehme mir, ob irgendwelche Steine hier liegen. Doch, hättest du damals den Gratis-Stein genommen? Kannst du bitte einmal sehen? 20. Ja, das ist hier, ja. Oh, ja, bitte. Nochmal würfeln. Nicht mal würfeln. Ich werde ganz gut mit meinem Würfel würfeln. So. Das ist so unglaublich. Ja, auf einmal liegt eine Schlange neben mir. Da liegt die Schlange so. Also, ich schaue mich um. Ja. Was entdecke ich? Also, langsam kann man sich nichts mehr ausdenken, so viel Scheiß, wie du baust, ey. Da liegt so ein Ork. Du entdeckst nichts, was dir weiterhelfen könnte. Milde. Boah, ja, ich wollte auch gerade sagen, es ist. Ja, okay. Gut, ja, ich bin zufrieden damit, danke. Dann ich trotz Umsicht sind es gut. Kann ich aus dem Gebüsch eigentlich so rausschleichen in den Wald? Weil ich nehme an, das Gebüsch ist gleich in den Wald. Kann ich so vom. Du bist noch im Wald, vermutlich. Richtig, das Gebüsch ist halt bei den Pferden. Du bist auch noch im Wald. Achso, ich dachte, das ist so eine Straße. Also ich kann mich. Das ist nur so ein Trampelpfad. Okay. Genau. Aber ich kann. Versuche mich aus dem Gebüsch rauszuschleichen. Wäre dann aber erschwert um eins, weil du Geräusche machst, während du aus dem Gebüsch. Mach ich. Ja? Okay. Aber ich komme da nicht auf die Seite, wo sie sind, sondern auf die andere Seite vom Trampelpfad. Ja, bist du sowieso schon. Wenn der Ork da aufmerksam schaut und du rennst einfach so auf den Pfad raus. Hallo? Erschwert um. Okay. Okay, also erschwert um eins. Ja. Schleichen wieder. Glück habe ich das 7 gehabt. 7. 4. 17. Er hat trotzdem 15. Ja. Ich habe sogar 6 zum Ausdruck. Ja, minus 1. Dann begibst du dich also aus dem Gebüsch raus. Ganz sneaky, oder? Ja. Das ist wirklich spannend. Gut, also du schleichst weiter Richtung Höhle. Unbemerkt bisher. Möchtet ihr noch in Richtung Höhle? Ja, ich bin Richtung Höhle. Okay. Ich bin nur gerade immer nachgelegen, wenn wir wieder. Ich habe das mitbekommen, bis die auf die Fresse haben. Okay. Ich schaue dazu, was die da jetzt machen. Ich nehme mir meinen letzten Knochen an und werfe den so, also wenn der Tisch, sag ich mal, das ist der Trampelpfad, sie sind jetzt mal da und wir sind da. Ja. Und ich stehe da weg, dass ich ihn so auf die Seiten werfe. Und da stellt sich mal der Eingang, dass er dann in die Richtung, sagen wir mal, schauen wird. Okay. Ich schaue komisch und frage mich, was er vorhat. Ich will, dass es auch nach rechts schaut. Ja, aber. Also, dass er von uns wegschaut? Genau, dass er von uns wegschaut. Ja. Ich bin auch dort noch in Schussreichweite, oder? Ja. Aber steht er dazwischen? Er steht. Na, du stehst vorn. Ich glaube, ihr habt euch. Also na ja, der Gemeinde gerannt bis zum Rand und ich habe gemeint, ich bleibe in Schussreichweite. Okay. Nein, ihr habt darauf geachtet, dass du trotzdem noch schießen kannst. Ich werfe so. Komme ich in der Zeit noch ein bisschen näher ran, unbemerkt? Oder muss ich dafür wieder schleichen? In welcher Zeit? Der Ork zum Knochen, falls er dahin rennt. Also, ich würde halt sofort losgehen, aber. Also, er rennt dann zum Knochen irgendwie fertig? Das wäre mein Plan, ich weiß, du musst zusammenbringen. Vielleicht rennt er auch in die Höhle rein und sagt: Hey Leute, da sind Knochen. Dann schauen wir die Oberwachs ein bisschen dumm an.
Also, ja, ich habe gerade Mittag gegessen. Ich meine, aber. Ich hätte halt vor, so schräg zum Höhleneingang, so Richtung Knochen halt, aber ungemerkt müsste ich dafür schleichen. Würfel? Nee. Okay, dann renne ich da in die Richtung. Mhm. Soll ich mal würfeln? Halt mich weg, aber dass ich halt näher dran bin. Okay. Soll ich mal würfeln wegen dir? Und ich ziehe während des Nachts meinen Pfeil. Mhm. Aber ich spanne natürlich den Knochen mit. Ja. Hab den noch bereit. Sie schießen. Das mit dem Knochen würde ich sagen, geht entweder in Wildnis liegen. Tierkunde machen. Oder in Fallen stellen könnte es auch reingehen. Nein, er schießt noch Konst. Also ich bin für Wildnisleben. Ja, da hast du mehr Punkte, wa? Ja. aber du stellst dem Ork eine Falle, wa? Also ich wäre es für improvisierte Wurf. Nee, ich finde das ist falsch. Nee, ich würde sagen Fallen stellen. Ja, okay. Klugheit, Fingerfertigkeit und Körperkraft. Ja? Ja. Geht gar nicht. Anständig, böse. David? Anständig. Mhm. 3. 6. 17. Was war das letzte? Körperkraft. 4. Kannst du 4 ausgleichen? Nein, ich hab nur 2. Ehrlich? Wie viel das Leben kannst du jetzt ausgleichen? Du geht um den Knochen, den wirft ihm jetzt auf den Kopf, oder? Das sag ich besser. Nein, du wirfst also deinen Knochen weg. Der Ork, der guckt nur blöd. Aber bemerkt irgendwie, dass da scheint irgendwie nichts zu sein, weshalb er jetzt dahin rennen müsste. Sondern er bleibt, wird noch wachsamer und geht ein Stück zurück in die Höhle, aber bleibt, ist trotzdem nur sichtbar. Okay. Die Höhle helfen nicht. Ja, das ist Pause. Pause? In der Hoffnung, mal der rennt jetzt hin und ich kann den anderen. Der wird einfach weggecuttet. Ja, das wird einfach weggecuttet. So, wir sehen wieder da. Ey! Weggecuttet war einfach Tonwelt, das Bild. Also, sieht das Weiße aus. Ja, genau. Okay, ja. Passt. Also, ihr seid vor der Höhle, ja? Ja. Der Ork ist. Das ist ein weißes Haustier. Noch ein Stück in die Höhle reingegangen. Ja. Mhm. Hat sich da so ein bisschen verschanzt, aber immer noch zu sehen. Also, man kann jetzt. Sieht er noch in dem Busch? Er schaut noch sehr wachsam raus, ja. Also, man kann ihn nicht flankieren. Er ist jetzt soweit in der Höhle. In der Höhle. Richtig. Toll, Markus. Ich meine. Nostrome. Kann ich auf irgendwas würfeln, dass ich drauf komme, wenn in der Höhle ist? Nostrom. Gefahrinstinkt oder so. Ja, ja. Ja, cool. Ja, aber das kannst du ja von draußen schlecht wissen. Oder? Kann ich. Das kann Licht, wenn du dich da umlässt, dass keiner drin ist. Was heißt jetzt, dass da keiner drin ist? Kannst du einen Feuerfall rein? Die gesamten Höhle oder was? Kannst du einen Feuerfall reinschießen. Oder meinst du, wenn er. Hörwerte von dem Ork? Zumindest. Du meinst also, dass im Eingang nur dieser eine Ork ist? Das möchtest du gerne wissen. Ja. Okay. Ich kann ja mal probieren, ne? Du hast. Was hast du denn da? Was da was ja, was denn überhaupt? Was gibt es denn da für ein Talent, was du dir dafür gedacht hast? Sinnesschärfe. Aber da es dunkel ist, würde ich sagen, bräuchtest du dann auch noch eine Dunkelsicht oder sowas. Orientierung? Nee. Vielleicht Dämmerung? Es gibt ja noch Gefahreninstinkt. Aber das habe ich. Ist das vor oder nach der? Vorteil. Ja, logisch. Ich weiß, da kommt eine Gefahr auf mich zu. Verdammt! Ich weiß eigentlich, ob es ein Vor- oder Nachteil oder ein Talent ist, aber ja. Nein, Vor- oder Nachteil. Nö. Aber ich kann noch jubilieren. Ist da eine freie Fläche zwischen dem Wald und dem Höhleneingang? Ja. Wie groß? So, dass man mit einem kurzen Sprint da drüber kommen würde. Man kommt auch mit einem langsamen Sprint da drüber, die Frage ist, wie lange man braucht. Haha. Mit einem kurzen Sprint kürzer als mit einem langen Sprint. Was? Das ist ja, das ergibt keinen Sinn. Die Länge vom Sprint ist gleich lang. Es geht darum, ob man schneller oder langsamer ist. Ja, vielleicht rennst du. Kannst du auch deinen Dolch werfen? Das darf ich ins Rufdolch. Oder ihr schießt einfach mit Bogen. Ich kann ihn schon abschießen, aber dann wissen die halt, was irgendwer kommt und die. Ist da wieder eine Böschung? Also der Wald, Freifläche. Und dann kommt direkt der Berg. Ah,
Und der Höhleneingang ist? Im Berg. Frei. Im Berg. Nein, nein, ich meine auf der auf derselben Höhe wie der Wald. Ja. Da ist keine Steigung. Oder richtig. So. Scheiße. Das ist gerade gut. So, also ich muss irgendwas machen. Ich kann jetzt nicht einfach die ganze Zeit schlafen. Weil ich glaube, ich probiere nur auf einen Baum raufzuklettern. Kannst du runter! Ja, Mann! Warte kurz. Wie weit ist die Reichweite von seinem Wurfmesser? Hilf mir meine Balance dabei. Ich Hilf mir meine Balance dabei. Ja, du brauchst Klettern. Du müsstest dann halt auf Klettern würfen. Ja, das ist klar. Das ist das Dritte. Weißt du, Balance als Vorteil oder wie? Ja. Naja. Fußansatz. Vielleicht, wenn du oben bist. Ich hab Talentspezialisierung. Das hab ich befürchtet. Ja. Aber es ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Du könntest deinen Haken verwenden. Ja, und was mache ich dann am Baum? Ich kann draufklettern. In den Haken drüber werfen und dann klettert der auf. Ja, so kurz den Haken über den Pfad werfen, vor den Augen des Orts. Ja, genau. Doch, würfeln. Also? Du könntest versuchen... Nein, davon habe ich nicht genug gehört. Kannst du nicht versuchen, den Ork abzuschießen? Mit Pfeil und Bogen? Also ist ja in der Regel ohne Ork-Reichweite. Nein. Ja, dann werde ich jetzt nicht darauf antworten. Okay. So. David, du wolltest irgendwas machen. Ja, ich Hilfe, Ork! Also ich hatte zwei Ideen. Ja? Entweder aus der Sichtweite des Orks schleichen. Mhm. Oder liegen bleiben. Oder so pfeifen. Oder so pfeifen, dass mein Falke einen Stein aufnimmt und den dann irgendwo so, wie pfeifst du das? Also ja, hättest du dir eine Flöte geben sollen, keinen Pfeifen. Ich würde genau das gleiche machen. Aber bevor David irgendwas macht, ja, ich schleiche an den Rand des Waldes, aber noch so, dass ich unsichtbar bin für den Ork. Jetzt kommt das Hilfe. Also dann auf die Höhe von den beiden ungefähr, also von ihm. Er ist ja aber auf der anderen Seite von richtig, auf die Höhe deshalb auch nur. Ja, aber dass ich halt nicht aus dem Wald rausgesehen ja. Sind gut, halt 3 Meter ich noch auch nicht draußen unter Feindlichen. Ja, das ist dieser Nawarteblick. Also ich meine schon so gute 10 Meter oder so. Ja, Moment, muss ich einmal sprinten, ach Quatsch, hier Schleichen suchen. Da, Mut, Intelligenz, Geschicklichkeit bitte. Willst du, dass ich daran schleiche? Ich ja, weil du am Schleichen bist! Das ist das, was du tun willst. Da. Im Vorher warst du gewesen, die Stats zu verbessern, wo ich sagen, was ich will. 12. 6. Was hast du, wie viel hast du nochmal aussprechen? 6. Ja, das geht wieder, dann musst du 3 ausdrücken. Ja, ja, du kommst halt auf. Du läufst hin, ne? Richtig. Schleich halt dahin. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Genau, da wo du hin wolltest. Ja. Gut. Ich versuche. Mich nach hinten, also nach hinten zu schleichen, also weg von der Höhle. Das will nichts. Irgendwas muss ich machen. Okay. Ja, voll, ich hätte auch so einen Nachschlag so gern ungeduldig, ich würde es so oft einsetzen. Okay. Jetzt zeig mal, was du kannst. Okay. Aber ich entdecke dich nicht nur gut. 3 aus bring mir Glück. 17. Was hast du auf Mut? Auf Mut? Ja. 10. Okay. Oh, das geht nicht. Wie viel hast du auf Schleichen? 7. Geht sich exakt. Ja, auf sie. Damn, okay, geht das da? Da ist es gekühlt. Da ist es. Damit. Damit. Jetzt keine 20 gekriegt. Oh! Das geht gar nicht, das kann man nicht. Charakter. Ja, Charakter müsste ganz nett okay, also ich bin, ich bin erfolgreich zurückgeschickt. Richtig, nichts von gemerkt zu lesen. Okay. Jetzt bist du wieder aus der Kampfrecke. Richtig. Ja. So. Ja, aber immerhin. Was machst du jetzt? Aber jetzt kann ich mich neu positionieren und wieder wegschleichen. Der hört dann auch schon auf, also. Sein Witz hat so weit gerechnet. Pfeif mal ein bisschen für den Spaß. Schaut der Ohr immer noch zu dem, wo stört. Er schaut halt aus der Höhle raus und ich mach's da. Schaut aus der Höhle raus. Ach, toll, hast du es gemacht. Schon richtig, hast du jetzt so rein. Du kannst ja probieren erst. Ja, weil ihr so hilfreich wart bei dem Ganzen. Ja, ich bin nicht gegen einen Baum gerannt. Ich bin nur gestolpert. Gestolpert und auch völlig in den Bus gerannt. Ist ja froh, dass du noch 10 Augen, weil er gestolpert ist. Und dazu will ich hinfahren.
Was? Ja, ich muss jetzt überlegen, weil ich kann es ja wieder verkacken. Was ist immer die Sache? Es gibt keine sichere Aktion. Und das ist freies Feld zwischen Wald und Höhle, ja? Ja. Komplett frei. Also es gibt da nicht irgendwie so einen Stein, so einen großen Stein, wo man sich da nicht verstecken kann. Es gibt kleinere Steine, die da herumliegen. Kein fetter Brocken, wo man sich gut hinter versteckt. Brocken. Ja, ein Brocken. Ja. Hast schon richtig gehört. Danke. Das hat ganz schon keine Steine gefunden. Wo kommen die aber hin? Ja, aber. Die wollte er suchen, sodass er nicht gesehen wird. Oh, hätten wir mir das eben schon eingefallen. Hätte ich gesagt, dass David rausläuft und dann vor dem Auge die Steine anfängt zu sammeln. Also. Schade, dass ich die Tür übrig hatte. Das wäre echt der Schlüssel. Ich kann zum Pferd sammeln. So um den Ohr, wie so nicht eins aus der Hülle raus. Okay, nicht witzig. Also ich denke, weil danach die anderen immer an. Ja, ich chill da rum. Wie weit bin ich von ihm weg? So dass du ihm zuflüstern könntest. Schon? Etwas lauter, ja. Aber so dass der Wald nicht hören kann. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich muss gar nicht würfeln. Nee. Perfekt. Also. Ich glaube, weil da kein Licht ist, dass da keiner drinnen ist. Zumindest in näherer Distanz nicht. Dass wir jetzt noch länger warten und die sind weg. Kommen wir vielleicht damit dran, ja? Mein Plan wäre jetzt, dass ich den da jetzt abschieße und sobald mein Pfeil fliegt oder dort ist oder was, rennst du hin, wenn ich ihn kill, versuchst du ihn aufzuheben und wegzuziehen, Richtung Wald, und wenn nicht, stürmen die anderen hoffentlich hinterher und dann legst du ihn so. Was sagst du dazu? Ich nicke. Und sag, ich versuche den beiden, weil jetzt sind sie ja in sicheren Positionen, ich versuche ihnen Handzeichen zu geben. Ach, die das verstehen, ja. Und ich glaube, ich will auf Kriegskunst und Heraldik rauslaufen. Was? Ich glaube, dass es auf Kriegskunst und Heraldik rausläuft. Ja, bei der Hand dann, oder? Ja, bei der Handzeichen. Ja, okay, es geht. Ja, aber wenn sich Sachen macht, dann sie das verstehen. Erkennen. Er muss deutliche Handzeichen geben und wir müssen die erkennen. Ich könnte die voll gut erkennen. Oh, nein. Also ihr könnt gerne darauf würfeln, wenn ihr das ja, weil wollt. Was hast du so, wenn du nicht mehr würfst? Also, aber ich sehe, dass sie was besprechen oder irgendwas planen, oder? Ja, ja, ja. Aber ihr wisst ja nicht was. Und deswegen gebe ich Handzeichen. Soll ich ein Lagerfeuer machen und draufzeichnen? Oder Steine sammeln gehen und euch mit gegnerischen Steinen, die so oft mit der Feinden nur oben lösen kann. Ich gehe einfach unter dem Ort eine Grube aus. Dann eigentlich zu mit dem Speer. Okay, also ich versuche jetzt, dem die Zeichen zu geben auf Heraldik. Also Kriegsmann. Das ist Mut, Klugheit, Intelligenz. Das wird schief laufen. Ja. Ah, der gute Start. Das geht sich aus. Ausgleichen. Dann. Und? Also ich gebe irgendwas, ich verstehe es nicht. So. Du fuchtelst halt wild mit den Händen rum. So. Genau. Und du orkst das auch nicht? Nee. Sehr gut. Okay, das war keine 20 dabei. Nein. Ork wird bei mir nicht einfach gegen einen Baum kauen. Ich probiere das trotzdem. Ja, bin dabei. Okay. Soll ich schießen? Versuche den Pfeil mit dem Pfeil zu treffen. Also da ich gesehen habe, dass sie was vorhaben, ja, sind ich schon bereit, ein auch hinzulaufen. Okay. Ich krieg eine Konzentration und mach so. Das ist mir passiert! Wo ist der? Bin voll dabei. So. Und David schützt sein. Das ist also einmal ein Angriff. Ja. Erster Angriff in dem Ding. Nein, wir haben schon Reh angegriffen. Ja, aber das war eigentlich mit dem. Oder was mit dem? Ja, mit dem Bogen. Ja. Was muss ich jetzt schauen? Schießbogen. Bögen habe ich 5. Gut, und du musst auf Fingerfertigkeit würfeln. Na gut, nur 19. Ich kann 19 und weniger würfeln, wenn ich mir 5 ausgleichen kann, oder? Ja.
Naja, bitte keine 20. Du schießt also. Und es hätte auch perfekt den Ork getroffen. Aber er hat ein Schild. Er sieht rechtzeitig und hebt sein Schild an, sodass der Pfeil im Schild stecken bleibt. Ja. Und er rennt in die Höhle rein. Kann ich noch einen Pfeil schießen, bevor er um die Kurve oder was auch immer nicht mehr zu sehen ist? Kannst du machen, ja? Ich er schwert um eins. Ja, ich sage nur, während er schießt, renne ich auch schon los. Mhm. Was? Am besten nicht vor dem Pfeil laufen. Du schießt nicht so, sonst ist der Würfel jetzt so ein Bogen. Naja, aber ich versuche mich. Ich sehe ja trotzdem, wenn du in die ganze Höhle verdeckst, dich, dass du mich hinschießen musst. Also eine Frage. Sagst du dem Markus zum Beispiel nicht, was der Wack gewürfelt hat? Nö. Nein, normal sagt es nicht, ich hab's so zurückgesehen. Achso. Was muss der, auf was muss der würfeln? Nichts, der rennt gerade auf ihn zu. Ich muss ihn genau. Er schießt zwei. Greift ihn ja gerade nicht an. Ist nicht der Leichte, der nur den Rücken zugedreht? Ja, aber er rennt in die Höhle rein. Ja, okay. Und gleicht sich das aus wieder? Okay, komm. Was? Gleicht sich aus. Easy. Mach ihn überreden. Oh, sogar ohne Ausbessern. 21. Moment. Gut. Du triffst den Ork und er bricht zusammen. Geil. Alter, also, ich sehe das. Ich stehe da hinten mit Popper. Boah! Microsoft! Ich dachte mit der Höhle rein! Im Vollidioten! Also ja, ich renne weiter. Und ich mache den nächsten Pfeil bereit und sehe mich um, von ihm, wann was kommt. Okay. Da ich sehe, dass Nostromo dahin rennt, wechsle ich einen meiner Dolche auf einen Wurfdolch und rennt ihm hinterher. Du bist beide Wurfdolche. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Zwei Wurfdolche. Ein Dolch und ein Wurfdolch. Habt ich? Nein, schau, ich hatte zuerst Dolche und da hatte ich die Wurfdolche. Und jetzt wechselt es halt umgekehrt. Ja, dann wechselt halt umgekehrt, ist mir egal. Du willst 1-1 haben. Ja, 1-1. Okay, ja. Ich renne hin. Ja. Ich renne halt zu der zu dem Ork hin. Der ist er tot oder umgefallen? Er ist zusammen. Schwer verletzt. Dann steche ich mit meinem Säbel, also steche ihn ab. Gut. Oder du darfst einmal auf Angriff würfeln. Auf ja, aber das ist ja dann erleichtert, oder? Um 5. Ich hoffe, das geht sich auch ganz krass. Bitte keine 20. Also ich weiß nicht, was ich da würfle. Stichwaffe gibt es sogar. Ansonsten Schwert. Schwert hat. Ja, okay. Schwert das ist. Wenn du eine 20 machst, auf was musst du würfeln? Entweder auf. Ding Gewandtheit oder Körperkraft? Immer auf Gewandtheit oder Körperkraft. Das ist ja auf Gewandtheit, ja. Das sage ich dir auch. Das sagen wir. Also das musst du sagen, oder? Ja, du musst 20 oder weniger.